Frau Spirale für Commander Kassettentoaster kommen? Ja, hört dich, Herr Kassettentoaster. Ich bräuchte einen Anwärter, der in die Fraktion eingeladen werden müsste, kommen. Wo sind Sie denn, kommen? Wir befinden uns in der FIB-Halle, kommen. Ich komme dahin, kommen. Kassettentoaster, Ende. Moin, moin, Herr Kassettentoaster. Moin, moin. Ja, es ging tatsächlich um meine Versetzung, ne? Ich hab's Ihnen ja letztens schon gesagt. Ja. Von Liberty City, tatsächlich. Was soll ich Ihnen sagen, ne? Wenn ich darüber keine Informationen habe, handle ich, ne? Ja, also, das ist ja kein Problem. Mit welchen Drogen handeln Sie? Hä, mit welchen Drogen? Ich handle mit keinen Drogen. Ach so, weil Sie gerade sagen, Sie handeln dann. Was bist du jetzt? Ja, aber die Dame? Ich wollte einfach nur nachfragen, wie man einfach wiederhört. Boah, ey, ohne Witz. Müsste gehen. Mach dich jetzt raus hier. Ich habe Rosmarin mit Ugugafen gefressen. Soll uns unten den Tschüsser mal erklären? Den Mann. Nee, ist alles gut. Ach so. Der Mann, also dieser Mann soll ihren Mann heiraten, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Nein, das ist so. Ah, okay. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend, ne? Einen Abend. Ne? Ja. Einen Abend. Kommen Sie mit, Herr Duden. Herr Duden. Achso, ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, in die Garage, ne? Ne, die Autos stehen da vorne, oder nicht? Also wir haben jetzt kurz eine halbe Stunde Zeit, wo ich gut drauf bin, weil dann lässt der Koffeineffekt nach. Ja, aber Dicker, die kann kein RP, ne? Die checkt's gar nicht, ne? Die, also wirklich, die ist total unkreativ. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, Digga. Das ist Grand RP. Das hier ist halt, mehr wirklich. Das Augenmerk ist halt einfach mehr auf so Farmen. Bisschen, ne? Ein bisschen Gambo scheppern und so. Das muss man einfach sagen. Den Leuten gefällt's ja scheinbar auch, ne? Na, also jetzt mal no shit. Ich meine, wir machen ja hier Werbung jetzt endlich irgendwie auch dafür, aber wir müssen ja auch sagen, wie es ist. Und es ist halt nun mal so. Es ist eben. Also man hätte vielleicht Grunt Real Life oder so, weißt du, diese Real Life-Server früher von ja. Samp und so, das passt dann genau. Schon eher. Aber Grunt sagt ja auch selber, die wollen ja gar kein krasses Hardcore-P oder Hardcore-P im Allgemeinen. Das ist halt einfach nur. Ja. Richtig. Das ist einfach nur benutzen, ne? Einfach nur Sachen, Systeme nutzen und. Genau, spielen. Genau. Und dann halt nebenbei ein bisschen, ja, hier allgemeine Verkehrskontrolle. Ich drück mal eben den Game-Muskel. Oh, und kontrolliere mal. Wollen wir einen Umfahren schnell? Die Wichser weg. Ja, die Wichser weg. So, ne, dann gucken wir mal. This is the FIB! FIB! Bleiben Sie stehen! FIB! Die Hände nach oben! Die Hände nach oben, sofort! Die Hände nach oben, klar was. Die Hände nach oben! Bleiben Sie sofort stehen! Versuchen Sie keine Waffen zu ziehen! Sofort stehen bleiben oder wir schießen! Das ist die letzte Warnung! This is the FIB! Oh nein. Achso, ja gut, Sie haben sich ja bewegt, ne? Ey, das ist doch asozial, Mann. So, was haben Sie hier mit diesem Mann gemacht? Haben Sie den umgebracht? Umgebracht? Ich hab den wieder belebt. Sie haben diesen Mann umgebracht. Wie findest du mein Kostüm? Hast du nicht gesehen, dass ich den Sie haben diesen Mann umgebracht. Warum bringen Sie den um? Hm? Statement? Hallo? Ich werde Sie einmal kontrollieren, ja? Mein auch. Oh nein, oder? Ja. Also, der Herr, Sie haben wirklich sehr viele illegale Gegenstände dabei gehabt, ne? Ich musste das einmal konfiszieren. Und, Sie verstoßen... Ja, was habe ich denn Illegales? Ja, Ihr Sturmgewehr und die Schrotflinte, also... Ja, welche Sturmgewehr und welche Schrotflinte? Ja, das, was ich gerade beschlagnahmt habe, guter Mann. Haben Sie das? Hab ich gerade gemacht, ja. Was zeigen Sie? Wie zeige ich? Na, das habe ich gerade gemacht. Soll ich Ihnen einen Clip senden oder was? Nee, zeig mir oder das. Wie zeig mir, dass du das hast? Es geht nicht, ich habe das von Ihnen ja beschlagnahmt. Ich habe das ja... Wie geht das denn nicht? Fahren Sie bitte weiter. Fahren Sie bitte weiter. Wollen Sie mich dann töten oder was? Das kann ich auch so machen. Er steigt aus, da, Gambo. Er nutzt den Bug. Er nutzt einen, guck mal, er nutzt einen Bug. er nutzt den Bug. Und das werden wir natürlich bei 5M melden. Dann wird er auf 5M Global gebannt, weil er einen Bug ausnutzt. Warum bin ich festgenommen? Hallo? Weil Sie geschossen haben. Ich bin beim FIB, guter Mann. Wir wurden beschossen. Hallo? Ja, ich hab auf Sie geschossen. Sie haben auf mich geschossen? Ich hab sie drei dann runtergemacht, genau. Einmal rein. Hä, sind Sie bescheuert? Was schießen Sie denn auf uns? Haben Sie den Speed Boost genutzt? Was hab ich? Haben Sie den Speed Booster benutzt? Nee, tatsächlich nicht. Ja, dann war das jemand anders, das waren Sie nicht. Ich habe auf jemand komplett anderen geschossen. Okay. Ja, ich habe Sie auf jeden Fall. Wir waren hier bei einer Maßnahme, ich habe gerade Waffen von jemandem beschlagnahmt. Guck, der in dem Auto, der hier vorbeigefahren ist, auf den habe ich geschossen. Okay. Also ich habe Sie tatsächlich und Ihre Kollegen habe ich gerade, Ja gut, aber dann war das Feuer, das Feuer war ja gar nicht gegen Sie, das war gegen diesen... Sind Sie Agent oder... Ich bin Commander. Von was denn? FIB. Okay. Ist das... klärt ihr das bitte am SG gleich mit Dienstausweis, ja? Na, warum können wir denn das nicht hier klären? Unser Auto steht doch da. Ja, weil hier gerade ein bisschen Situation... Komm, ich lasse Sie einmal kurz raus, machen wir jetzt eben. Ja. Dann zeigen Sie mir eben Ihren Ausweis, ja? Ja. So, kleinen Moment, ich werde Ihnen einmal Handschellen abnehmen.
Zeigen Sie mal her, bitte. Alles klar, super. Wie gesagt, ich habe auf Sie das Feuer eröffnet, weil Sie ja auf jemanden geschossen haben. Ja, weil wir hatten ein Fest genommen, dann kamen scheinbar seine Kollegen. Okay. Und die also, wollten wie gesagt, dann... den anderen habe ich da im Auto, der andere ist schlafen gegangen. Hat ja gereicht. War ja leider alleine, aber für euch drei hat ja auch gereicht. Eigentlich war da auch noch einer in Handschellen, ich habe jetzt keinen Plan, wo der ist, aber... Ja, der ist schlafen gegangen. Der ist der mit dem schlafen gegangen. Ja, den, ja, das ist auch, der ist auch, der gehört auch immer zu mir, das ist auch ein FAB. Ach, das ist auch FAB, ja. Ja. Ah, sehr schön. Sie hätten vielleicht beim Straßenbauamt anfangen sollen. Ja, habe ich tatsächlich eine Lehre gemacht, deswegen kann ich das nicht. Das RP, er baut einfach. Hier und da noch ein paar Ecken. Baut einfach. Geil, oder? Das kann ich nicht sehen. Ja, gut. So, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ja? Wünsche Ihnen auch. Wir wünschen Ihnen einen Tag. Jo, einen Tag. Guck mal, da ist unser Auto. Ich glaube, das ist so, wer Hühnerkostüm hat, der RDM am meisten. Das kostet nämlich nur einen Grand Coin, ja? Mhm. Ja. Also einen Euro. Hallo, Herr Kock. Hey, ja. Wunderschönen guten Tag, Herr Kassettenfunster. Die sehen mich immer mit diesem Namen ansprechen, ne? Oh. Ah, den müssen wir doch mal anhalten, der fährt zu schnell. Weißt du, kriegst du ihn noch? Wo ist denn der? Ist ja, deswegen. Hier ja. Ist er doch, hä? Hallo, LSPD, wieder einmal rechts anfahren. Bleib mal aussteigen, Sir. Danke, jetzt einmal bitte hinter das Fahrzeug treten. Jetzt schreit ihn gleich richtig an, was das soll. Wollte mal fahren. Ja, Light Squad. Ich hab ihn tatsächlich gar nicht kommen sehen. Das tut mir wirklich leid. Ja, was fahren Sie denn auf der... Ah, okay, ja. Ja, wie gesagt, also falls es da, also sie ja, aber sie geben das schon zu. Weil wenn nicht, könnten sie mal den, sie können wie gesagt mal den Clip angucken, die Juckt der Ware auf YouTube, dann würden sie in dem Kasten ihren Vater sehen, aber ja, müssen sie mal gucken. Ich hab jetzt nämlich mal eine Frage, ja? Warum? Ja, warum? Das ist eigentlich jetzt immer so dargestellt. Fährt ein verf***er Bastard wie sie einfach mit einer scheiß Maske rum, wie scheiße noch muss man sein, erwachsener Mann, und wundert sich, dass er den scheiß Verkehr nicht sieht, die dumme Stück Scheiße, und sie gehen jetzt mal ab an die Wand, an die Wand! Okay, Jungs, ich bin tot. Was? Sie sind tot? Durchgefunkt. Durchgefunkt, okay, Jungs, ich bin tot. So, jetzt bitte einmal, würden Sie gerne einmal durchsuchen, ja? Oh, let's go. Ich glaube, der hat gerade richtig Angst bekommen, weil du so ein krasser RP-Spieler bist. So, und keine illegalen Gegenstände gefunden. Ja, dann hat er nichts. Okay, also der Mann ist sauber, tatsächlich, ne? Sauber. Ja, sauber. Und mir einen Reisepass gegeben. So, ich wollte auch nicht einen Reisepass, ich wollte gerne einmal Ihren Führerschein sehen, Sir. Ja. Den Führerschein. Bitte einmal den Führerschein, sofort. Den Führerschein, Sir. Nochmal, ja, den Führerschein. Ich würde Ihnen den Führerschein ja gerne zeigen. Den Führerschein! Ich glaube, der Mann hat Angst OOC jetzt, ne? Also, das ist, glaube ich, ein bisschen... Nee, das Ding ist, er mir gerade gegeben, aber immer wenn ich N drücke, dann ist er nein. Leid, Sir, ich kann das nicht. So, nochmal, den Führerschein, geben Sie mir jetzt. Schreien Sie mich nicht an. Den Führerschein sofort! Was arbeiten Sie, Sir? Ich bin Farmer. Farmer. Okay. Und als was genau? Also was farmen Sie? Ja, ich gieße mein Feld. Mhm. Ja, mit Fahrtraktor. Ein bisschen genau, ja, Traktor, was bauen Sie an? Gemüse. Kann man das anzünden, das Gemüse? Hm? Keine illegalen Sachen. Naja, ist mir schon klar, dass Sie keine Produktfälscher sind von illegalen Sachen, ne? Gucci-T-Shirts, Louis Vuitton oder sowas, ne? Versacke. Ist mir schon klar, wir wollen wissen, ob Sie hier Kräuterlinge anbauen. Marihuana zum Konsumieren. Kräuterlinge und Stecklinge. Nein, wer sind die Drahtzieher? Ich habe keine Drahtzieher. Sagen Sie, okay. Ich mache jetzt einmal einen Alkoholtest. Das reicht mir jetzt. Ich mache jetzt einen Alkoholtest. Ich komme Sie bleiben an die Wand. An die Wand! Bitte einmal hier reinpusten in den Test. Na, bitte einmal da reinpusten. Das ist nicht voll sabbern, ne? Bitte nicht voll sabbern. Danke, sondern pusten, bis es piept. So, perfekt. Gut, also tatsächlich auch kein Alkohol getrunken wohl anscheinend. Ich sag mal so, guck mal, wenn ich einen Hardcore-RP-Server hätte, dann würde ich das alles so gestalten, dass der Knast auf jeden Fall auch eine sinnvolle, bespielbare Möglichkeit ist. Ja, wo man wirklich auch vielleicht sogar, dass es dann wirklich Leute gibt, die sagen, ich will in den Knast, um dort mein RP zu machen. Ah, schon mal eben den Anwalt, der ist vom Tor. So, der Mann hat natürlich Recht auf einen staatlich geprüften Anwalt. Benötigen Sie einen? Wollen Sie einen? Sie wollen keinen Anwalt. Das können Sie leider nicht verweigern, Sie kriegen einen. Hier ist ja Anwalt, mit dem können Sie sich eben besprechen, ja? Wieso haben Sie da kein Interesse? Sie wollen doch sicherlich kompetent vertreten werden, oder? Das ist mir sowas von scheißegal. Wieso ist Ihnen das egal? Ist mir egal. Herr Anwalt? Ich weiß nicht, dass Sie sich wie so ein 12-Jähriger gerade benehmen, anstatt mein Mann zu sein, mit Ihren scheiß Knast-Tattoos und komm jetzt einfach mal hier auf den Punkt! Komm rein, lutsch mal nachher. Idiot, natürlich, voll Idiot. Dumme F***. Warum halt dein Maul jetzt? Schrei nicht so laut! Halt's Maul, Alter! Du kannst dich bei deiner Waffe bücken! Alles klar, ich komm gleich runter, Kalle, den jetzt noch stehen.
Mein Schwanz in deinen Arsch! Dich! Komm gleich runter! Wie ein Greifweiler! Ich komm gleich hoch, mein Bester! Willst du sehen, was davon hat? Ja, alle Dude beim Bester, ich komm gleich runter. Den hauen wir gleich noch 60 Minuten drauf. Ja! Reden Sie kurz, wir gehen kurz weg, damit Sie sich besprechen können, die, ne? Und dann kommen wir gleich wieder, ne? Also bis gleich. Also geben wir das Ganze zu, ja? So, haben Sie sich besprochen? Ja. Also der Herr hat mir gerade bestätigt, dass er mit seiner Gang, mit seiner Familie quasi noch Fahrräder klaut. Nein, er hat gesagt, er schubst kleine Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Das hat er gesagt. Lügt da oben nicht rum. Das auch noch, falls Sie das gehört haben. Außerdem sind Sie illegaler Schlüsselhändler, habe ich gehört. Das machen Sie auch noch nebenbei. Möchten Sie vielleicht ein paar Mittäter benennen oder... Nehmen Sie das Ganze auf sich. Können sich ja auch eine Bastitzer, ne? Ich glaube, ja, er will dann geben nicht. Wir das Ganze quasi zu mit den Schlüsselhändlern, auch mit den Fahrrädern. Ich schubst auch kleine Kinder vom Fahrrad, habe ich gehört. Hier. Und riecht am Sattel. Und riecht am Sattel, ist wichtig. Sattel. Genau. Habe ich jetzt von dem Informanten erfahren. Und er versucht auch Leute quasi auszurauben und sie zu entführen. Ganz wichtig zu erwähnen ist, er geht nach Karstadt und klaut aus den gebrauchten Zigaretten. Mann, halt's Maul da unten, du Stück Scheiße. Halt die Fresse, ich komm dir gleich da hoch! Dann schieb ich die Seife in deinen Arsch! Alles klar, ich komm gleich mal runter. Ja gut, wir kommen gleich wieder zurück und werden dem Mann natürlich noch eine höhere Haftzeit geben. Das bin ich hier, falsche Zelle, Kollege, hier rüber. Ach, Sie, ja, okay. Ich seh dich nicht. Aus wie so ein Kandidat. Wie, was für ein Kandidat, mein Bester, hä? Seh dich so nicht Kandidat, mal. Ne? So ein Kandidat, ne? Ja, daneben, haha. Jetzt bin ich draußen, haha. Renn. Und jetzt hab ich dich verarscht. Oh, renn. Sad. Renn. Was für verarscht, er kommt da nicht raus. Für ewig. Hä? Das heißt doch live, oder? Ja, keine Ahnung. Er ist wieder unten, Naja, ist unsichtbar. Können einfach fesseln und dann zusammenschlagen, ne? Ich hab ihn getestet genommen. Ja, das stimmt. So, ne? Jetzt geht der Adler hier, ne? So, gemein. So geht das, ne? Zeig mal, was in deinen Arsch. Genau. Ja, wie kann man denn so drauf sein, Alter? Ja, schlag ruhig zu. Richtig, hast du den richtigen geschlagen. So, Schwanz. Kleiner Schwanz. Ne? Kommt her, komm her. Immer und nochmal drauf. Tu. In dein Auge. Was ist das? So. Was ist das für einer? Der ist jetzt wieder in der Zelle. Da ist er wieder, guck. Und hat ihn gefallen? Ja, war schon ganz geil. Wollen wir das drüben genau, nochmal machen? Genau, ne? Kriegen sie direkt nochmal eine, ne? Oh ja. Oh, oh, schlag mich. Oh, ich will kurz seine Dings machen. Oh, ist das wild. Kenpai Lind. Ich pack dir noch ein bisschen mehr Strafe drauf. Sag mal, da kann gleich meine Oma aber stärker schlagen. Hast du nicht mehr drauf? Ah! Hallo, so. Das tut weh. Also, war das jetzt okay? Also sind wir jetzt fertig hier? Ja, Herr Fauler Eiermann. Ihre Arbeit war sehr gut. Ja. Das ist einfach der beste Anwalt, den man haben kann, ne? Ja, der Herr hier, der ist nicht so gesprächig. Nee, ja, warten Sie kurz, das kümmere ich mich eben drum.